Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, liebe Freunde und Freundinnen. In dieser Woche bezeichnete der amerikanische Präsident Biden seinen russischen Amtskollegen so wörtlich als Kriegsverbrecher und er fügte hinzu, dass die Vereinigten Staaten von Amerika dem Volk der Ukraine jede auch nur denkbare Unterstützung zukommen lassen werden. Damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ist die Botschaft klar. Mit dem Massenmörder Wladimir Putin wird es zumindest mit Vertretern der westlichen Staatengemeinschaft keinerlei Gespräche mehr geben. Will heißen, der russische Menschenschinder Putin ist erledigt. Er ist ein Paria, ein Ausgestoßener der Weltgeschichte und er kann sich so gesehen und etwas provokant formuliert nur noch die Kugel geben. Und dies ist nach Lage der Dinge nicht mehr auszuschließen. Nach bislang unbestätigten Meldungen soll es in Moskau zu zahlreichen Verhaftungen innerhalb der militärischen Führung gekommen und außerdem soll eine ganze Reihe von militärischen Befehlshabern abgelöst und zum Teil sogar verhaftet worden sein. Wir alle haben uns immer gewundert, warum die amerikanische Administration im Weißen Haus so gut über die Absichten des Kreml informiert war. Nun, meine lieben Freundinnen und Freundinnen, jetzt sehen wir alle etwas klarer. Offenbar haben die amerikanischen Geheimdienste sehr gute Quellen innerhalb der russischen Regierung und der Militärführung. Und so passt auch diese Meldung durchaus in das politische Bild. Präsident Putin soll eine intensive Säuberung in den Reihen seines militärischen und politischen Personals angeordnet haben, um vermeintliche oder auch tatsächliche Verräter auszuschalten. So gesehen ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis er selbst von den eigenen Leuten abgelöst wird. Wahrscheinlich nur unter dem Einsatz von Gewalt, denn freiwillig wird er seinen Stuhl wohl nicht räumen. Der russische Massenmörder Wladimir Putin scheint in diesen Stunden und Tagen den letzten Rest von Anstand, Menschlichkeit, Sitte und Moral zu verlieren, wenn er überhaupt jemals in seinem Leben über diese moralischen Werte verfügt haben sollte. Nach jüngsten Meldungen scheinen die brutalen Schergen seines militärischen Terrorregimes inzwischen nur so weit zu gehen, dass sie nicht nur Altersheime, Kindergärten, Kliniken, Krankenhäuser und Theater unter Beschuss nehmen. Nein, meine lieben Freundinnen und Freunde, jetzt wird von seinen marodierenden Banden und gekauften Söldnern jetzt schon das dort arbeitende medizinische Personal in Geiselhaft genommen. Glaubt man den ukrainischen Behörden, dann sollen sogar schon Zivilisten als menschliche Schutzschilder genommen worden sein. Damit hat Wladimir Putin die Genfer Konvention in einem Ausmaß verletzt, wie er es selbst im mörderischen Zweiten Weltkrieg nicht vorgekommen ist. Rotkreuzpersonal ist geschütztes Personal. Das scheint dieser russische Massengörder-Gangster nicht zu kapieren. Naja, der hat ja keinen Anstand. Aber mal ganz abgesehen davon, die Blutspur dieses angeblich lupenreinen Demokraten zieht sich ja durch halb Europa und den Nahen und Mittleren Osten. Ich erinnere nur an die in Luft gesprengten Hochhäuser in Moskau, die angeblich auf Kosten von tschetschenischen Terroristen gehen, die aber mit Sicherheit vom russischen FSB zerstört wurden. Ich erinnere an Grosny und ich erinnere an diesem Zusammenhang an die grausame Bombardierung der syrischen Zivilbevölkerung. Dies alles ist das Werk von Wladimir Putin und seiner aus Rand und Band geratenen Soldateska. Und dann besitzt diese miserable Type auch noch die bodenlose Frechheit, im ukrainischen Volk Friedensgespräche anzubieten. Dieser kriminelle Herr gehört nach der Haager Landkriegsordnung vor ein internationales Militärtribunal gestellt, abgeurteilt und möglichst umgehend auf einem entlegenen politischen Schutthaufen entsorgt zu werden. Und wenn er dabei nicht mehr bei lebendig, naja, ist keine Schade drum. Man darf die Kontenance nicht verlieren, ne? Aber es ist nicht zu fassen. Etwas anderes hat er nicht verdient. Damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, damit hat der Moskau-Diktator und Gewaltherrscher so ziemlich die schlimmsten Kriegsverbrechen begangen, die ein Despot wie er überhaupt noch begehen kann. Und das im 21. Jahrhundert. Nordkorea ist nicht genug. Und er ist sich über den Ernst der Lage, seiner ganz persönlichen Lage, überhaupt nicht bewusst. Er scheint den letzten Funken, wie schon gesagt, an Anstand und Verstand vollends verloren zu haben. Immer mehr seine engsten Oligarchenfreunde gehen mehr oder weniger vorsichtig auf Distanz zu ihm, was auch kein allzu großes Wunder ist. Diese Herrschaften verlieren durch die militärische und politische Dummheit ihrer Chefs und Gönners von Tag zu Tag mehr an Geld. Auf der nahezu ganzen Welt werden ihre Flugzeuge, ihre Yachten, ihre Vermögen von den Behörden eingezogen und unter Verschluss gehalten. Und es kommt ja noch besser.
In diesen Stunden hatte eine russische Journalistin in der Hauptnachrichtensendung ihres Senders ihren großen Auftritt, als sie ein sehr wirksames Plakat den vielen Millionen Menschen und Zuschauern sozusagen live und in Farbe vor die erstaunten russischen Visagen hielt. Gut, der ganze Auftritt dauerte nur wenige Sekunden, aber dafür ist diese aparte junge Dame jetzt die Heldin der sogenannten ganzen freien Welt. Wladimir Putin ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein Irrer, aber so ganz normal ist diese Pfeife, Entschuldigung, lieber Zensor, nun auch wieder nicht. Wir alle wissen, dass dieser saubere Herr schon im Jahre 2015 in Sachen der ersten großen Flüchtlingskrise seine schmutzigen Pfoten im Spiel hatte. Er war doch der maßgebliche Akteur in Sachen Balkanroute über Ungarn, Deutschland und Europa. Apropos Europa. Vor nichts hat dieser kriminelle Despot im Moskauer Kreml mehr Angst als vor der geballten Kraft der Europäer. Er fürchtet Europa ungefähr so sehr wie der Teufel das Weihwasser. Mit der Flüchtlingskrise von 2015 hoffte er, Deutschland und Europa zu destabilisieren und zu spalten, um sein eigenes politisches Süppchen in Europa kochen zu können. Und beinahe wäre dieses verdammte Kochrezept aufgegangen. Denken Sie an Stalin. Wer Deutschland hat, hat Europa. Denken wir in diesem Zusammenhang nur an das angeblich von Flüchtlingen vergewaltigte Russenmädchen in Berlin. Und wie haben sich in dieser Causa die sogenannten Russlanddeutschen bei uns aufgeführt? Ja, wenn es euch bei uns nicht passt, dann geht doch nach Hause. Wir weinen euch keine Tränen nach. Aber mal ganz abgesehen davon, der Kreml, sein hauseigener Propagandasender RT Deutsch, wussten sehr wohl über den tatsächlichen Sachverhalt Bescheid. Ach ja, meine lieben Freundinnen und Freunde, überall wo Russen leben, sieht sich der Diktator und Massenmörder als ihr Schutzherr. Naja, so gesehen haben wir Deutsche, insbesondere wir, die Berliner, ja nochmal Glück gehabt. Hätte nicht viel gefehlt, hätte er eingemarschiert, um seine Russen zu beschützen. Also, er ist nicht in der Lage, seine Landsleute zu ernähren. Die kommen hier rüber nach Deutschland, kassieren Sozialhilfe und schicken dann die Geld zurück. Bescheuert. Naja, also wäre es nicht gar nicht mal so verkehrt, all diejenigen Russen und Russinnen, die schon seit Jahren bei uns auf Kosten des deutschen Steuerzahlers leben, sofort und möglichst umgehend des Landes zu überweisen. Und gegen einen Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Moskau hätte ich auch nichts einzuwenden. Sie hatten ihre Chance und sie haben sie nicht genutzt. Aber wie gesagt, schuld sind immer die anderen. Sollen sie doch in ihr angeblich ach so tolles Land verschwinden, wir werden ihnen keine Tränen nachweinen. In Sachen Ukraine läuft es diesmal ganz anders und da hat sich der Massenmörder Putin gründlich verzockt. Europa ist geschlossen wie nie zuvor und die Europäer und Europäerinnen sind ganz gegen ihre bisherigen Gewohnheit bereit, sich die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen auch etwas kosten zu lassen. Und es ist kaum zu glauben, aber es ist wahr. An vorderster Front stehen in diesen Stunden und Tagen die in Europa so wenig geliebten Polen. Bis zur Stunde haben sie nahezu 1 Million Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen, versorgt und zum Teil auch schon untergebracht. Und es sind ausgerechnet die Polen, also die größten Zweifler in Sachen Europa, aber natürlich auch die größten Geldaufhalter, das gehört auch dazu, zur Boshaftigkeit, die von der westlichen Staatengemeinschaft eine sogenannte Friedensmission der NATO in der Ukraine fordern. Der Massenmörder Wladimir Putin wird in seinem feudalen Büro in Moskauer Kreml hocken und sich erstaunt fragen, was er da wohl falsch gemacht habe. Nun und mit Verlaub, Herr Präsident, ich kann es Ihnen schon sagen. Sie sind ein rückwärtiges Körperteil und das Ganze mit 2 großen Ohren dran und versehen. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Noch sind die Stimmen, die eine vollständige politische Union der Staaten Europas fordern, nicht besonders laut, aber sie sind da. Gemeinsam sind wir Europäer stark und auch nicht zu schlagen. Wir müssen es nur endlich mal wollen. Wir brauchen keine abgehalfterte und kaputtgesparte deutsche Bundeswehr, wir brauchen eine gemeinsame und bestens ausgestattete europäische Armee. Zu Zeiten von Konrad Adenauer und Franz Josef Strauß nannte man dieses europäische Projekt EVG, nämlich Europäische Verteidigungsgemeinschaft. Leider Gottes haben dieses Projekt die Deutschen und die Franzosen in trauter Gemeinsamkeit versammelt und dies gründlich. Aber noch besteht ein Funken Hoffnung auf eine Wiederauferstehung, denn wie heißt es so schön, Totgesagte leben ja bekanntlich etwas länger. Und noch ein Wort zu Europa. Nicht die Russen, sondern auch die Chinesen haben eine Heidenangst vor den Vereinigten Staaten von Europa. Denn dann können sie nämlich ihr Projekt von der neuen Seidenstraße in den Allerwertesten schieben, was nach meiner Ansicht nach auch gar nicht mal so verkehrt wäre.
Wir Europäer haben heute schon einen der größten Binnenmärkte der Welt. Wir sind also auf die Werkbank China in keinster Weise angewiesen, was übrigens auch die Amerikaner wissen und vielleicht sogar fürchten. Wir sind keineswegs auf die Gnade der Amis, der Chinesen oder gar der Russen angewiesen. Mit unserer Erfahrung, mit unserem Können und unserem Wissen können wir die größenwahnsinnigen Typen in Moskau und Peking und vielleicht auch in Washington locker in die Tasche stecken. Es war der große historische Fehler von Helmut Kohl, dass er am 3. Oktober des Jahres 1990 unter dem Brandenburger Tor zu Berlin nicht all seinen noch verbliebenen Mut zusammengenommen und die Vereinigten Staaten von Europa ausgerufen hat. Wahrscheinlich hätte ihn halb Europa und die halbe Welt für völlig bekloppt und verrückt gehalten, was er vielleicht sogar, lassen wir es jetzt. Aber die politische Idee wäre in der Welt gewesen und im Zuge der deutsch-deutschen Begeisterung wäre ihm sein Volk und dies im wahrsten Sinne des Wortes zu Füßen gelegen. Und was hätte ihm schon groß passieren können? Nichts. Er war auf dem Höhepunkt seiner Macht und er hatte in dieser Nacht, wer weiß was, anstellen können, mögen sagen können, die Deutschen, Europa und die Welt hätte ihm nahezu alles verziehen. Und den Menschen in der ehemaligen DDR wäre viel Elend, Leid, Ungemach und Verzweiflung erspart geblieben. Deutschland, Deutschland über alles wächst mal Gras. Ist das Gras so ein Stück gewachsen, frisst sein Schaf und sagt, das war's. Zum Schluss meines Beitrages schon meine obligatorische Bitte, auch wenn Sie es nicht mehr hören können, mögen, wollen, sowieso und überhaupt, aber es ist leider nichts zu ändern. Bitte besuchen Sie meinen Blog, wenn Ihnen der eine oder andere Beitrag gefällt, dann versehen Sie bitte mit einem Like und geben Sie den Link an Freunde, Bekannte und Freunde weiter. Ich habe mir erlaubt, am Schluss dieses Videobeitrages mein Spendenkonto einzublenden und ich bin für jede Ihre oder Eure Zuwendungen sehr dankbar und sei diese auch noch zu klein. Da ich kein Mitglied einer politischen Partei oder einer politischen Organisation bin, kann und darf ich Ihnen auch keine Spendenquittungen ausstellen. Dafür kann ich aber versichern, dass Ihre Spenden auch zu 100% Punkten bei dem richtigen Empfänger ankommen und dass ich so eben nicht gezwungen bin, irgendeine oder wie auch immer geartete Parteilinie zu vertreten. So, die üblichen Passagen kennen Sie ja alle schon, das überspringen wir. Na denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen und meine heißen Tränen fließen. Deutschland hat ewigen Bestand, es ist ein kerngesundes Land. Mit seinen Eichen, seinen Linden werde ich es immer wiederfinden. Das war ein Auszug aus den Nachtgedanken von Heinrich Heine.